Πρόεδρε. Αναρέωλε Λούνατσεκ. Danke. Herr Kommissionspräsident, das Motto der Grünen zu Europa heißt, bleib kritisch mit der EU, aber bleib. Und wir wollen eine sozialgerechte, eine ökologisch nachhaltige Union, damit die Bürgerinnen und Bürger endlich auch wieder daran glauben. Und da sind kosmetische Änderungen einfach nicht genug. Sie haben ein paar interessante Vorschläge gemacht. Aber was die Handelsbeziehungen betrifft, da stehen immer noch die Interessen der Großkonzerne im Vordergrund. Da ist immer noch die Transparenz nicht so, wie sie sein müsste in einer Demokratie. Was wir brauchen, sind faire Handelsabkommen. Sonst ist nämlich auch jede Rede über die Bekämpfung von Fluchtursachen wirklich verlogen. Gefallen hat mir Ihr Einsatz für unsere Freiheiten, die Rechtsstaatlichkeit, dass es europäische Wahllisten geben soll bei der nächsten Wahl. Und auch, dass Sie gemeinsam mit dem Europaparlament es jetzt angehen, die Finanzierung, die Regeln für die Finanzierung von europäischen Parteien und Stiftungen so zu ändern, dass rechtsextreme, antieuropäische Gruppierungen nicht mehr ihre Kassen füllen können, um gegen die Union und gegen das Solidaritätsprinzip zu hetzen. Insgesamt, es ist nicht genug, die Lage der Union zu beschreiben. Wir müssen aus der Schieflage wieder rauskommen und schaffen, dass diese Union wirklich solidarisch und glaubwürdig ist für alle Bürgerinnen und Bürger. Danke.